Mindestlohn berechnen, so geht's. Ja, seit dem 1. Januar 2015 gilt ja flächendeckend in der Bundesrepublik der gesetzliche Mindestlohn. Das heißt, jeder Arbeitnehmer muss mindestens 8,50 Euro pro Stunde brutto erhalten. Aber wie berechne ich den Mindestlohn? Klar, denkt jetzt jeder von Ihnen. Ganz einfach. Ich nehme mein monatliches Grundgehalt, teile das durch meine Arbeitsstunden und dann komme ich auf meinen Stundenlohn. Das passt auch erstmal ungefähr. Sie können sich als Faustregel merken, bei einer 40-Stunden-Woche ist so die Grenze für den Mindestlohn ca. 1480 Euro brutto. Wer da drunter liegt, sollte mal genauer hinschauen. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Tage der Monat oder die Monate, die Sie einkalkulieren, haben. Aber wie sieht es jetzt aus mit Sonderzuwendungen? Wie ist es mit Überstunden, mit Überstundenzulagen, mit Schichtzulagen? Wie ist es mit geldwerten Vorteilen wie ein Firmenwagen oder Sachbezügen? Und wie verhält es sich mit dem Weihnachtsgeld oder dem 13. Monatsgehalt? Hier wird die Sache etwas komplizierter. Grundsätzlich wird das alles nicht hinzugerechnet. Also Überstundenzulagen, Dienstwagen, Sachbezüge, Schichtzulagen gelten nicht bei der Berechnung des Stundenlohns mit hinzu. Denn man sagt, der Stundenlohn muss sich aus dem Grundgehalt schon ergeben. Der muss reichen schon mal fürs Leben. Kann ja nicht wissen, ob Schichtzulagen hinzukommen oder nicht. Beim 13. Monatsgehalt und beim Weihnachtsgeld sieht die Sache etwas komplizierter aus. Da kommt es darauf an, wie der Arbeitgeber das deklariert. Wenn es sich hier um Betriebstreue handelt, wird es nicht hinzugerechnet. Wenn es deklariert wird als Prämie für geleistete Dienste, dann wird es wohl hinzugerechnet. Es gibt dazu aber noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung, denn das Mindestlohngesetz ist ja noch nicht besonders alt und insofern sind solche Prozesse nicht bis vors BAG vorgedrungen bislang. Mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt in München und wenn Sie Lust haben, dass wir uns wiedersehen, dann klicken Sie gerne mal wieder rein hier.